Ja, Leute, damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Infovideo. Es gibt mal wieder ein paar News, nicht viel, aber dafür was Wichtiges, wie ich finde, denn das nächste Double Drop Weekend steht vor der Tür, startet auch schon diese Woche. Und wir kommen natürlich am Anfang erstmal wieder dazu, wann es genau startet. Und da kommen wir zur Uhrzeit. Eigentlich müsste ich jetzt sagen Donnerstag, denn das steht hier. Aber durch die Zeitverschiebung beginnt das Ganze bei uns diesen Freitag um 2 Uhr morgens. Und endet kommenden Montag um 7 Uhr abends. Also nochmal, los geht es. Freitag um 2 Uhr morgens enden wir das Ganze kommenden Montag um 7 Uhr abends. So, und jetzt kommen wir natürlich noch dazu. Double Drop Weekend. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass wir wieder eins in Rocket League haben. Und es werden natürlich alle Items, die wir nach Online-Matches bekommen können, die wir aus aktiven Crates bekommen können, aktive Crates selber, Items, die wir aus diesen Trades bekommen, Items, die wir durch Trade-Ups bekommen. Auf alles haben wir doppelte Chancen. Und wichtig ist, das Ganze zählt natürlich auch für Painted-Items. Ob es jetzt Painted-Items aus Crates sind, durch Trade-Ups, nach Matches, auf alles hat man die doppelte Chance. Ist ja nicht umsonst ein Double-Drop-Weekend. Und wie gesagt, ich freue mich sehr darauf. Ich wünsche euch allen viel Glück. Hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Nutzt das Wochenende aus. Viel Spaß dabei und dann würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Schönes Wochenende auf jeden Fall. Haut rein und ciao.